Mein Name ist Daniel, ich studiere in Tübingen. Wir haben ja heute die letzte Nacht im Kupferbau verbracht, nachdem der seit letzten Donnerstag besetzt war und das Rektorat sich dann genötigt fühlte, weil der Lehrbetrieb ja so erheblich geschädigt und gestört wurde, was de facto nicht der Fall ist, aber gut, mit einer Hundertschaft Polizei anzurücken, um dann das Haus zu räumen. Die 250 friedlichen Besetzer sind dann nach der zweiten Aufforderung gegangen, ohne Gegenwehr zu leisten, und das Ganze hat wahrscheinlich den Steuerzahler viele tausend Euro gekostet, und das Rektorat hat sich jetzt eine Gruppe von Studierenden mobilisiert, die sie sonst wahrscheinlich ohne Probleme hätte mit Diskussionen und im Dialog durchaus auf ihre Seite ziehen können, beziehungsweise mit denen man durchaus Positionen hätte abstimmen können für weitere Verhandlungen auf Landes- oder auch auf Bundesebene. So hat das Rektorat jetzt ständig das Damoklesschwert über sich schweben, dass irgendwelche Studenten sich zusammenrotten und irgendwas besetzen, um dem Rektorat zu zeigen, dass es diese Art von Politik einfach nicht sein kann, einer Universität, wo man eigentlich auf Dialog und auf ein Miteinander setzt. Und wenn das Rektorat die Polizei hier reinlässt, dann muss man sagen, hat das Rektorat eigentlich nur eingestanden, dass es diese Universität nicht führen kann. Und was wurde aus der Drohung, dass alle, die um Mitternacht noch da sind, wegen Hausfriedensbruch irgendwie belangt werden könnten? Haben sich davon Leute abschrecken lassen? Sind dann Leute tatsächlich um Mitternacht gegangen? Oder war das der Grund, warum heute Morgen der Abzug so friedlich war? Also es wurde ja nachträglich zugesichert, dass es keine Strafanzeigen geben wird, solange wir nach der zweiten Aufforderung gehen. Also solange wir während der Aufforderung gehen, wenn Zwangsmaßnahmen angewandt werden, wurde gesagt, dann wird auch Strafanzeige erstattet. Aber so, man hat gesagt, bei Aufforderungen und Freiwilligen gehen, dann ist es okay. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir wurden zweimal vom Kanzler aufgefordert, weil der Rektor zwar da war heute Morgen um 6:30, aber selbst nichts sagen wollte, weil er sich nicht äußern wollte oder konnte, hat der Kanzler dann gesagt, wir müssen jetzt gehen. Das hat er zweimal getan und dann sind wir auch gegangen, wie angesagt. Und wie vorher auch gesagt, dem Rektor gegenüber zugesichert, sobald die Polizei kommt und uns auffordert zu gehen, gehen wir auch. Und nun haben wir Wort gehalten, der Rektor nicht. Also er hat uns räumen lassen, obwohl es absolut unsinnig war. Naja, jetzt hat er die Situation, dass er im Zweifel ständig Studierende hat, mit denen er Probleme hat und die eigentlich nur mit ihm diskutieren wollen über die Themen und die Forderungen dieser Bewegung. Und dass er nicht alleine ist und sich nicht allein in der Not sieht, als Rektor handeln zu müssen, das zeigt ja auch, dass über 20 weitere Universitäten allein in Deutschland gibt, die besetzt sind. Also er hätte da auch viel besonderer handeln können und überlegen können, ob es nicht vielleicht auch sowas wie eine weitreichendere Bewegung ist, an der er sich beteiligen könnte, auch positiv. Gab es denn von den Studierenden Kontakt zu den anderen Universitäten jetzt, auch gestern und heute? Also wir stehen im regen Kontakt mit allen anderen Universitäten, auch mit den österreichischen und den Schweizer Universitäten, haben auch mit polnischen Universitäten schon Kontakt gehabt und haben natürlich alles viel über das Internet gemacht. Also das ist ja ganz normal. Und entsprechend haben wir dann uns vernetzt, haben uns ausgetauscht, wie es bei denen die Lage, gerade Münster und Marburg wurden ja aufgeräumt, da haben wir dann gefragt, wie es bei denen ablief, was passiert ist, wo sie jetzt im Moment sich befinden, wie die Lage ist, welche Probleme sie auch vielleicht haben, um einfach auch zu wissen, was kann auf uns zukommen und dann auch zu wissen, wie kann man sie unterstützen. Und da gab es also auch eine große Solidarisierungsbewegung innerhalb der besetzten Hochschulen, und sobald ein neuer dazukommt, war dann immer alle gleich bemüht, Kontaktdaten auszutauschen, damit jeder den Kontakt zu einer Universität hat, damit es auch deutlich wird, dass es nicht einzelne Initiativen sind, sondern dass deutlich wird, dass es mehr die Bewegung ist. Ja, also dass es nicht einzelne Initiativen sind, sondern dass die Bewegung mehr ist, dass es eine gemeinsame Forderung der Studierenden geht und auch der Lehrenden. Also vielfach haben sich auch Lehrende solidarisiert, das ist in Tübingen leider ausgeblieben, obwohl selbst die Prorektorin sagte, sie sieht sich in manchen Diskussionen in der Notlage, unsere Forderungen zu begründen bzw. zu rechtfertigen, weil sie auch berechtigt sind. Und jetzt gab es heute nochmal eine Demonstration, heute Nachmittag? Ja, die war etwas länger geplant, heute für 1:00. Die sollte eigentlich vom Kupferbau losgehen und auch wieder enden, weil das ist ja eigentlich unser geschaffener Freiraum gewesen. Nachdem heute Morgen dann 6:30 Uhr der Kupferbau geräumt wurde, haben wir gesagt, wir machen die Demo trotzdem. Einfach um auch zu zeigen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Und haben ein bisschen provoziert, indem wir erstmal durch die Stadt gelaufen sind, unangemeldeterweise. Dann auch die Schulen abgelaufen sind, weil wir sagen, auch die sind ja wichtig bei diesen Forderungen, also auch die Schulen betrifft es, die Schülerinnen, weil das sind nicht nur die Studierenden von morgen, sondern bei Sachen DG8 etc. fängt es ja schon an, dass da im System viele Mängel vorliegen. Und dann haben wir, um ein bisschen das Rektorat aus der Reserve zu locken, auch uns vor das Rektorat gestellt und so getan, als wollten wir es besetzen, haben uns dann von Brechtbau begeben und haben da eben auch vor der Tür gewartet, und dann haben wir festgestellt, dass die Polizei bzw. das Rektorat dermaßen Angst hat, dass sogar der Brechtbau dann gesperrt wurde für den Besucher Ein- und Ausgang, weil es war ja nicht abzusehen, dass die, naja, nennen wir sie einmal Chaoten, ich glaube, das denkt der Rektor von uns, was diese Chaoten vorhaben. Also wenn das Rektorat so viel Angst hat, dass ein normales Vorlesungs- und Lerngebäude von Polizei behindert wird, bzw. von Polizei dicht gemacht wird, dann ist es ja schon ein Zeichen dafür, dass, also
nicht nur einiges aus den Fugen geraten ist beim Rektor, sondern so manches. Und das Bild, das er wahrscheinlich von dieser Bewegung hat, nicht stimmig ist. Welche Rolle haben für die Vernetzung jetzt die neuen Medien, also Social Media, Facebook, Twitter und so weiter gespielt? Ja, das ist das Vernetzungsmedium eigentlich gewesen, also Skype, Facebook, Twitter. Also jede Uni, die besetzt wurde, hat sofort eine eigene Facebook-Seite, hat sofort einen eigenen Account bei Twitter gehabt und so weiter. Und dann gab es auch Schlagworte, unter denen alle kooperiert haben, also Uni-Brenn zum Beispiel, darunter konnte man jeden Eintrag jeder Universität gleichzeitig finden. Und das war halt auch ganz wichtig, dass man im Zweifel immer einen Überblick hatte, was läuft gerade wo. Und auch so Livestreams im Internet und so, dass man auch da dann gleich mitkommentieren kann, was passiert bei euch. Also wir haben gestern oder heute Nacht dann auch die ganze Räumung mit gestreamt. Dann hat leider die Polizei dann vorzeitig das Ding umgedreht, aber wir haben es dann wieder zurückgedreht, als die Polizei dann abzog. Also ein paar Ausschnitte sind ganz nett geworden und naja, also das war der Hauptaustausch. Also weniger Telefon, obwohl das auch wichtig war, aber mehr internetbasierte Kommunikationsmöglichkeiten, weil das einfach auch wesentlich bequemer ist, weil man da viele Leute schnell erreichen kann. Was denkst du, wie es weitergeht jetzt? Welche Rolle spielt der 17. November? Der 17. November ist der Aktionstag von Bildungsstreik. Also da wird es mit Sicherheit auch eine Demo geben. Also ich weiß nicht genau, was geplant ist. Aber also dass die Bewegung nicht einfach einschläft, ist für mich relativ deutlich und klar. Also das wäre für mich schade, weil die Forderungen auch berechtigt sind. Und ich glaube auch, gerade dadurch, dass der Rektor eine so aggressive Politik fährt, ist natürlich diese Demonstration und die Bewegung noch viel gerechtfertigter. Weil wenn ein Rektor gegen seine eigenen Studierenden die Polizei in Hundertschaften auffahren lässt, dann läuft ja irgendwas schief. Und wenn er solche Furcht von den Studierenden hat, dann muss man ja fragen, woher kommt die eigentlich und hat er nicht ein falsches Bild von Universität und Miteinander im Diskurs? Gut, vielen Dank. Sagst du zum Abschluss noch, ob du zu irgendwelchen Hochschulgruppen gehörst? Ich bin bei der Fachschaftenvollversammlung. Ja, also ich bin bei der Fachschaftenvollversammlung und in der Fachschaftenverband. Okay. Vielen Dank, Daniel.